Ich kann eigentlich nur ältere Menschen ermuntern, den Weg auch ins Ehrenamt zu finden. Hey, mein Name ist Luisa Laudace und ich bin die Moderatorin des neuen Podcasts Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Ehrenamtliche berichten über ihr Engagement, ihren Weg zum Ehrenamt und von ihren täglichen Erfahrungen. Denn egal was du kannst helfen. Ja, Klaus, Daniel, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid. Daniel, du arbeitest ehrenamtlich bei ACAT. In welchem Bereich bist du denn da tätig und was machst du dort? Ich arbeite in der Regieeinheit der Stadt Neumünster mit. Das ist eine Einheit des Katastrophenschutzes der Stadt Neumünster, speziell gesagt in der Technikgruppe. Mhm. Und wir sind dafür zuständig, technische Hilfeleistungen zu leisten, wie zum Beispiel das Ausleuchten eines Einsatzortes oder wir hatten einen Turnhallenbrand, da musste dann Treibstoff auch bereitgestellt werden. Also wir waren dann auch in Rheinland-Pfalz mit im Katastropheneinsatz, insgesamt 2 Wochen. Ich selbst war für 1 Woche da. Wir sind natürlich nicht mitten im Ort des Geschehens. Wir sind keine Feuerwehrmänner, wir sind keine Polizisten, keine Rettungssanitäter, sondern wir versorgen ganz häufig im rückwärtigen Bereich. Aber ohne uns würde es dann auch nicht laufen. Das hat man ganz toll gesehen an diesem Einsatz in Rheinland-Pfalz. Wären wir nach der Hälfte der Zeit gegangen, hätten wir die ganzen Kabel aufgerollt und es hätte kein Einsatzfahrzeug mehr Strom gehabt, es hätte kein Einsatzfahrzeug mehr ausrücken können. Und Klaus, du bist beim DLRG tätig. Wie kann ich mir dann deine Aufgaben da so vorstellen? Vor 11 Jahren habe ich praktisch mein berufliches Leben beendet und viele haben mir prophezeit, dass ich dann praktisch in ein großes Loch fallen würde. Das ist nicht eingetreten. Ich konnte mich voll im Ehrenamt engagieren. Das Ehrenamt hat mich gewissermaßen aufgefangen und ich habe nicht eine Minute der Langeweile in dieser Zeit gehabt. Im Gegenteil, ich habe danach noch etliche Qualifikationen erworben, die ich vorher nicht hatte. Etwa zum Wachführer oder noch eine vertiefte Sanitätsausbildung als Sanitäter, so dass ich dem Ehrenamt dankbar bin. Und ich kann eigentlich nur ältere Menschen ermuntern, den Weg auch ins Ehrenamt zu finden. Man macht vielleicht die Welt ein bisschen besser damit. Ist jetzt sehr pathetisch, aber wenn man damit nicht anfängt, in solchen kleinen Dingen, wie soll es dann groß werden? Wenn das jetzt hier unsere ZuhörerInnen hören und sagen, hey, das klingt so spannend, was der Klaus oder der Daniel hier erzählt, ich möchte mich selbst engagieren. Was würdet ihr den Menschen raten? Wo sollen die sich hinwenden und welche Voraussetzungen müssen sie vielleicht auch erfüllen? Ja, Voraussetzung ist, dass man es machen möchte. Man muss nicht unbedingt schon Voraussetzungen haben, um dort mitzuwirken. Die kann man sich innerhalb dieser Ortsgruppe erwerben. Also die DLRG bietet sehr viele Lehrgänge an, wo man sich bewerben kann und sich die entsprechenden Qualifikationen aneignen kann. Wir suchen immer Leute, wir sind immer offen für alle, egal ob mit oder ohne Behinderung, sehr gerne, immer willkommen. Das Handwerkszeug wird in der Grundausbildung dann vermittelt und das ist für die Regieeinheit. Es gibt natürlich auch das DLRG, den Malteser Hilfsdienst, also alle sind willkommen. Schön. Daraus höre ich auf jeden Fall, dass ihr für jede Person irgendeine Aufgabe findet. Sie muss euch nur kontaktieren und sich trauen. Und Lust haben. Wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen Manpower, weil dann auch solche Einsätze wie in Rheinland-Pfalz oder auch nur ein Bereitstellungsraum in Neumünster viel besser gewuppt werden kann. Man sollte sich engagieren. Es geht dann nicht ums Geld, sondern es geht dann einfach darum, dass man gesellschaftlich sich engagiert. Und das ist dann auch eine Form der Teilhabe. Einfach über den Tellerrand zu schauen, dann, um für andere Personen, Gruppen, Gesellschaftsschichten dann auch ein Auge zu bekommen, letzten Endes. Also ich würde mir erstmal grundsätzlich wünschen, dass noch mehr Menschen den Zugang zum Ehrenamt finden, sowohl Jüngere als auch Ältere. Wir brauchen Nachwuchskräfte und ich bin der Meinung, dass die ehrenamtliche Tätigkeit, wie wir ja auch heute gesehen haben, so vielfältig ist, dass im Prinzip jeder Bürger sich mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit identifizieren könnte.